Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Es gibt heute wieder Pasta. Guido liebt Pasta. Vor allem liebe ich es, Pasta selbst zu machen. Das ist so genial. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, Pasta selber machen ohne Maschine. Ein riesen Erfolg und extrem viele Zuschriften. Guido, bitte mach einen weiteren Teil, gib uns noch weitere Ideen. Wir machen heute wieder Pasta. Und zwar machen wir heute Pastas in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Wagen. Normales Weißmehl 405. Schon mal ein bisschen Salz geben auf jedes Häufchen. Du weißt ja, Pastateig, ganz einfach. Mehl, Eier, Salz und einen Schluck Olivenöl. Wir wollen heute drei verschiedene Farben machen. Grüne Pasta, das ist Spinat, fein gehackt, also pürettiert. Rote Beete, rote Pasta. Und zum Schluss ein bisschen gelblich. Und das bringen wir hin, indem wir nur Eigelb verwenden. Der erste Teig, wie gesagt, mit pürettiertem Spinat. Gib mal ein bisschen hinein. Olivenöl. Nimmst deine Gabel und beginnst das Ganze ein bisschen zu vermischen. Hast du das Gefühl, ah, jetzt wieder fest. So, jetzt geht nichts mehr weiter, gell? Jetzt haben wir den Spinat drin. Dann einfach Wasser dazugeben. Wir geben heute bei den farbigen Teigen keine Eier dazu. Nur Wasser und das pürettierte Gemüse. Dann nimmst deine Hände und den restlichen Teig verknetest du mit deinen Händen zu einem elastischen Teig. Er sollte nicht allzu weich sein, sonst wird er dann schwierig zum Ausrollen und zum Weiterverarbeiten. Und dasselbe mit dem zweiten Häufchen. Pürettierte rote Beete. Auch wieder Olivenöl, damit er schön geschmeidig wird. Jetzt schon einen Schluck Wasser. Und wieder von Hand verkneten. Ein bisschen Wasser wieder hineingeben, dass er nicht so trocken wird. Und der dritte Teig, den wollen wir ja so gelblich machen, also dass er einen gelben Stich bekommt. Und hierzu nimmst du nur Eigelb. Und auch diesen Teig dann von Hand fertig kneten, bis er wunderbar elastisch ist. Du nimmst die Teigstücke, super, packen mit einer Klassikfolie und für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank. Wir wollen ja noch Garganellis machen. Dazu braucht es so eine Vorrichtung, die dann Rillen ergeben. Und die bauen wir noch schnell zusammen miteinander. Ein altes Holzbrett. Hier sind so Holzspieße, die man zum Grillen braucht. Die lege ich nun hier drauf. Du nimmst irgendein Klebeband, das gut hält. Zack, am Heften. Rundherum einmal. Und dasselbe auf der anderen Seite. Et voilà, wir haben unsere Vorrichtung selbst gebaut. Ich rolle schon mal die ersten Teigstangen aus. Siehst du, die grünen, also mit dem Spinat, haben wir schon ausgerollt. Hier ist das mit den roten Beeten, wobei rot ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich weiß. Die Stangen sind ungefähr so dick wie der kleine Finger. Wir machen Öhrchen, oder wie die Italiener sagen, Orecchiette. Leg sie gleich nebeneinander, nimm ein Messer, einen Zentimeter bis einen halben Zentimeter dicke Stücke abschneiden hier. Nimmst ein flaches Messer, das nicht viele Zacken hat, und drückst über den Teig. Du ziehst den Teig, also das Messer, über den Teig. Du darfst ziemlich fest drücken. Das muss hier ziemlich dünn werden. Messer nehmen, über den Teig ziehen, dass er ganz dünn wird. Siehst du, er ist ganz dünn hier. Richtig so wie fast verrissen. Ein bisschen umdrehen und dann hast du deine Olivenöl. Nun rolle ich den Teig aus, wenn es geht. Ein schönes Viereck. Immer wieder Mehl nehmen, gell? Dass er ja nicht klebt. Sobald du die Teige ausgerollt hast, nimmst du ein Messer, ein Rädchen und dann schneidest du Quadrate. Einfach nach gut dünken Quadrate. Ich nehme extra kein Metermaß und nichts. Nach dem Ausrollen und nach dem Schneiden nehmen wir unsere Vorrichtung. Nimmst ein rundes Hölzchen, nimmst du ein Quadrat, legst es hier auf diese Stäbe. Und zwar mit der Spitze auf der anderen Seite, das Holz darauf.
Und jetzt rollen wir es ein. Sobald der Teig, der untere Teil, berührt, jetzt drücken mit dem Hölzchen, dass es klebt. Und zweitens gibt es solche Rillen, siehst du? Und das sind jetzt Garganellis. Einrollen und drücken, damit die Rillen sich in den Teig hineindrücken und wir dieses wunderschöne Muster bekommen. Und jetzt siehst du auch, wieso dass es egal ist, welche Größe von den Quadraten. Je größer du Quadrate machst, je größer werden natürlich die Teigstücke. Dasselbe mit dem grünen Teig. Ich rolle wieder aus dem Teig so Stangen aus, diesmal ein bisschen dicker, die dürfen fast daumendick sein, die Stangen. Ungefähr wieder ein Zentimeter, ein halber Zentimeter dicke Stücke schneiden. Wir nehmen wieder unsere Vorrichtung. Nimmst du einen Teil, nimmst den Daumen, drückst es so runter, damit du richtig mit dem Daumen einen Rillen hineindrückst. Siehst du das? Also beide Finger nehmen und so drehen. Wie du siehst, am einfachsten geht es wirklich mit dem Daumen, wenn du von der Seite her drückst. Ich wollte es dir vorhin einfach in die Kamera zeigen. So von der Seite her drücken. Ja, voilà. Das geht einfach ruckzuck auch. Und den restlichen Teig habe ich jetzt genommen und nochmals komplett ganz, ganz dünn ausgerollt. So, aus diesen drei Stücken Blättern mache ich jetzt Tagliatelle. So, sind alle ungefähr gleich groß. Du weißt ja, wenn ich Tagliatelle mache, nehme ich so ein Blatt, lege in die Mitte, dass ich die Mitte habe, so zusammenlegen, wieder in die Mitte, wieder in die Mitte, nehme ein Messer und schneide sie. Wir wollen es ja dreifarbig machen. Also, was mache ich jetzt? Wie gesagt, drei Blätter, die gleich groß sind. Sehr viel Mehl dazwischen nehmen, dass es ja nicht klebt. Ich lege die zweite Platte drauf. Gut, gut mehlen. Und noch die dritte. Wieder mehlen. Ja, voilà. Und jetzt machen wir das gleiche Prinzip. Mitte markieren, zusammenlegen. Dass ja nichts klebt, nie drücken, du nimmst das Messer und schneidest Streifen. Alle geschnitten, auseinandernehmen, schau mal an, du hast drei farbige Tagliatelle. So genial. Tagliatelle in drei Farben. Das sieht doch genial aus, oder nicht? Ey, auf einem Teller ein bisschen Pesto dazu oder noch ein bisschen Tomatensauce. Wow, wunderbar das Bild. Und noch viel besser, eine herrliche Idee für ein Geschenk. Von den großen Platten vorhin habe ich ein bisschen abgeschnitten, dass ich hier auch nochmals dünne Platten habe. Hier mache ich nun Quadrate, die ungefähr 8 cm breit sind. Es muss nicht haargenau sein, gell? Einfach so bloß im Auge schneiden. Das gibt Tortellinis. Nimmst einen trockenen Pinsel und wischst das Mehl so gut wie möglich hier weg. Und diese Tortellinis werden nun gefüllt mit Gemüse, mit Fleisch. Hier habe ich noch ein bisschen Spinat. Ein bisschen Knoblauch hineingegeben, ein bisschen Reibkäse. Gut vermischen. Gibt es kleine Häufchen hier hinein. Und an den Rändern ein bisschen Wasser streichen, damit es nachher noch besser klebt. Und dann nimmst du eine Ecke, gehst zur anderen Ecke und drückst es hier ein bisschen an. Und jetzt siehst du, nicht zu viel füllen und deswegen ein bisschen Feuchtigkeit und dann klebt das gut. Ecke zu Ecke zusammendrücken. Dann nimmst du dieses Dreieck, stellst es auf und die hinteren Ecken drückst du hier hinten mit Daumen und Zeigefinger zusammen, dass sie kleben. Et voilà, du hast Tortellinis. Dreieck, hinten zusammen, die Ecken zusammendrücken und fertig. Und hier nun die Parade aller
Pastas, die wir heute gemacht haben. Der Kernpunkt unserer Pasta-Session war heute dreifarbig. Drei verschiedene Farben, wunderschön zum Anschauen und ein wunderbares Geschenk. Tortellinis, die Orecchiettis und Tagliatelle, die Cavatellis und die Carganellis mit unserer Vorrichtung. Noch ein kleiner Tipp zum Trocknen. Gib sie auf ein Backblech in den Backofen, ungefähr bei 80 Grad, 1-2 Stunden schön langsam dort drin trocknen und immer wieder, wie gesagt, die Tagliatelle ein bisschen heben, damit Luft hineinkommt und dann trocknet sie dir viel schneller. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Ideen geben für neue Pasta-Kreationen, die du selber machen willst. Mach es nach. Experimentiere mit Mehl, mit Wasser, mit Eiern, was auch immer. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wir sehen uns demnächst wieder. Abo nicht vergessen. Bleib gesund. Ciao.